So Leute, da sind wir bei Vigasylph. Heute mal mit einem neuen Projekt, nämlich Fire Emblem Path of Radiance, das 2005 für den Nintendo GameCube erschienen ist und das erste Fire Emblem in Europa war. Nein, gar nicht, das zweite. Nee, gar nicht, das dritte sogar. Mensch! Mensch, du, da habe ich aber ganz schön was verpasst. Also es war auf jeden Fall mein persönlich erstes Fire Emblem und ich denke, viele, die die Reihe kennen oder selbst spielen, haben auch mit Path of Radiance angefangen, die damals berühmt geworden ist durch Millie, und ich würde sagen, wir genießen jetzt mal den Vorspann. Den Abspann vom Vorspann? Ja. Der noch ziemlich simpel animiert ist, finde ich. Der stand. Obwohl ich diese Bilder ziemlich gut finde. Ja, muss ich auch sagen, die gefallen mir sehr gut. Und ja, vielleicht hört ihr es genau, wenn ihr im Hintergrund genau hinhört, hört ihr vielleicht das Surren meiner Wii. Die wie ein Kätzchen schnurrt oder eher wie eine Kreissäge im Ruhemodus. Wie man es nimmt, und draußen hört ihr es krachen. Wir gehen nämlich langsam auf Silvester zu. Das neue Jahr steht kurz vor der Tür. Und ja, der Grund, warum wir uns für Fire Emblem als neues Projekt entschieden haben, ist einfach, der ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Vor allen Dingen die Tales-Reihe an sich. Da schließt Path of Radiance und den Wii-Ableger Rage and Dawn ein. Und ja, und ich habe Judith angebettelt und angefleht, bis sie endlich Ja gesagt hat, nachdem ich sie mit einem Eis bestochen habe. Nein, ich habe sie gefragt, sie hat Ja gesagt. Und ja, fangen wir an. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Eis? Willst du einen Energy-Drink? Nein, ich liebe ein Eis. Und ja, ich glaube, ich muss mal eben kurz... Ich bin mal kurz weg. Oh Mann. Oh, kriege ich sie? Oh. Das können wir. So, ja, meine Kaninchen haben gerade ein bisschen Krach gemacht. Ich wollte das mal eben kurz stören. Ich schneide das einfach raus. Gut, also... Das muss jetzt auch... Ja, also, wir fangen einfach gleich mal ein neues Spiel an. Wir spielen normal, würde ich sagen. Ja. Die Schwer ist nämlich richtig knackig und das wird ein bisschen doof, weil dann dauern die Kapitel nämlich länger. Okay. Vor allem das Finale, das wird extrem knackig und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Also spielen wir normal. Wir spielen den festen Modus. Es gibt nämlich hier, das ist nämlich einzigartig für Fire Emblem, dass es hier zwei verschiedene Modis gibt. Und wir spielen fest, da ich diesen Modus einfach cooler finde. Ich werde euch bei Gelegenheit noch erklären, was dieser Modus genau ist. Wir genießen jetzt einfach mal die erste Sequenz. Ja, die erste Szene. Die erste Szene. Bin ich froh, dass man das Klackern nicht hört. Ja. Oh, wie lange ist das her, dass ich das gespielt habe? Keine Ahnung. Also ich wollte vor Monaten nochmal wieder anfangen. Was heißt vor Monaten? Anfang, Ende November. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn, dann kann ich es auch gleich let's playen. Oh, Mist. Naja, ihr werdet hier eine Waffe Fire Emblem Ikone spielen sehen. Findest du? Also es gibt sicherlich Leute, die besser über Fire Emblem Bescheid wissen als ich. Also, na gut, mein Wissen ist eigentlich... Keine Ahnung, nicht bei so 30%. Also, keine Ahnung. Okay, die Teile gehen noch so, aber ich habe irgendwie nicht so dieses strategische Know-how. Naja, ich habe das, ich glaube, insgesamt, glaube ich, 15 Mal durch. Na gut, ich habe das, ehrlich gesagt, nur bei dir immer so mit durchspielen sehen. Ah. Also selbst Kapitel, ich glaube, ich bin jetzt da, wo... Ich will nichts vorspoilern. Ich bin eigentlich ziemlich weit am Ende, bloß ich habe die da nicht trainiert, also musste ich nochmal neu anfangen. Ja. Weil die nicht irgendwann mal wichtig wird. Die werdet ihr vielleicht auch irgendwann nochmal sehen. Ja. In zig Parts. Wobei, das ist ja SD-Qualität, wenn überhaupt.
Ja. Da wird das Rendern sicherlich schneller gehen. Und ich rechne eigentlich auch mit ziemlich vielen Uploads jetzt demnächst aus der Nintendo-Riege, weil ich auch Strikers endlich fertig hochladen will, was wir heute beendet haben. Beziehungsweise fertig aufgenommen. Und ja. Ich will es fertig hochladen und dann haben wir es auch in uns. Und wir beginnen mit dem Prolog. Söldner. Macht Sinn. Und ja, das Spiel ist sehr textlastig. Wollen wir das vorlesen oder überspringen? Ich habe keine Ahnung. Geht es dir gut? Oh Gott. Ja, alles in Ordnung. Das kann lustig werden. Da ist ja endlich jemand aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Gott, wie hat er ihn denn verprügelt? Vater, ich kann es einfach nicht glauben. Nur weil du mit dem Schwert umzugehen weißt, musst du nicht so grob zu Ike sein. Wenn das hier schon zu viel für den Jungen ist, komma, wird er nie ein guter Söldner werden. Oh Gott, heißt ja nicht Aya? Ja, Aya. Aya, du brauchst dir keine Sorgen machen. Mir geht es gut. Ich bin genauso doof wie vorher auch. Ha, das sollte es auch. Nimm dein Schwert und mach dich bereit. Wie bitte? Jetzt sag nicht, du willst tatsächlich weitermachen. Aber... Solange ich keinen Treffer landen konnte, mache ich weiter. Ich gebe nicht eh auf, bis ich Vater einen Schlag versetzt habe. Gott, das setzt sich an. Wieso muss ich denn noch? Greil und Eik sind jetzt offiziell deine Rollen. Ah, super. Du darfst nochmal eine Hauptrolle, du darfst den Hauptcharakter sprechen. Das heißt, ich muss doppelt so viel reden. Oder ich übernehme Eik und du kriegst Soren dafür. Die reden gleich viel. Okay, ich will Soren. Okay, dann kriegst du... Ich schätze deine Entschlossenheit, Eik. Ich muss ihn jetzt annehmen. Aber gehört mehr dazu. Wen er denn? Aha, ich wusste, ich würde dich hier finden. Ich laufe im Zicker, geil. Hallo, Boyd. Was machst du denn hier? Och, nichts weiter. Aus dem Zickzack zu laufen. Du hast doch gesagt, du wolltest den Chef holen, aber du bist nicht zurückgekommen. Ich habe den Auftrag, dich zu suchen. Oh, tut mir leid. Ich habe die Zeit vergessen und mit Eik und Vater geredet. Voll Idiotin. Schon gut. Ich habe mich köstlich amüsiert, als Eik von unserem Chef in den Boden gestampft wurde. Mann, hat er lange im Busch gepennt. Du siehst gut aus. Was ist passiert? Nichts. Ich muss dich leider enttäuschen. ja, ich sprich die. Du hast was verpasst. Vor einer Minute lag er noch bewusstlos am Boden. Ah ja. Ups. Entschuldigung. Ach ja, du musst ja auch noch. Ich glaube, wir sollten mal eine Liste machen. Ja, wir machen uns doch gleich mit dem nächsten Part eine Liste. Du kommst gerade richtig, Bolt. Du wirst Ike in den Arsch drehen. Trainingspartner. Wie bitte? Ich? Ja, du. Ich denke, es ist besser, wenn er mit jemandem trainiert, der genauso doof ist, der eher seinen Fähigkeiten entspricht. Ist eigentlich doof. Einverstanden. Danke, Bolt. Mich fragt keiner. Ich weiß zwar nicht, was er damit meint, aber ich bin bereit. Sag doch, er ist dumm. Oh, da steht ja keiner. Also gut, ich bin bereit. Komm schon. Herzlich willkommen im Tutorial. Ja. Das wir bitte vorspulen. Ja, nein, ich will keine Tutorials in dem Spiel. Ich habe das Spiel 15 Mal durchgespielt. Ich will jetzt gerade hier kein Tutorial mehr brauchen. Ich stelle die Textgeschwindigkeit mal höher und die Spielgeschwindigkeit höher, damit das Ganze ein bisschen flotter vom Ganzen geht. Vielen Dank. So, Bonusanzeige bitte auch an, das brauche ich nämlich. Und ich lasse die Kampfanimation erstmal an. Ja. Wir können sie uns immer noch aufstellen, wenn sie uns nerven. Und Ike trottet mal zum Angriff. Und das in einer rasenden Geschwindigkeit. Hey, was soll denn das jetzt? Lass uns endlich anfangen. Ich komme. Bleib da stehen. Wie stumpf. Hey, du bewegst. Ey, zu weit. So, und ihr seht schon das Kampfschemata. Schemata. Ja, ich glaube, ich sollte euch erstmal die Werte erklären. Jetzt wird's lustig. Ja, also wir haben hier den Stärkewert. Fangen wir mit den KP an. Doch, das sind das ist eigentlich alles, was du sagst. Wir haben KP, die zeigen halt die Kraftpunkte an. Das sind KP halt. Und wenn die auf Null fallen, ist die Einheit tot. Also sie ist wirklich tot und kommt nicht wieder. Was das ist, was Fire Emblem so besonders macht. Dann haben wir hier die Stärke. Die wird dazu benutzt, um halt physische Angriffe auszurechnen. Den Angriff findet ihr da unten. Das ist der Angriff. Magie ist das gleiche, nur halt von der magischen Seite. Fähigkeit beeinflusst die Trefferquote und auch die kritische Trefferrate. Je höher die Quote ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man trifft, ausweicht oder ein kritischer Treffer landet. Geschwindigkeit ist wichtig für das Ausweichen, ebenfalls für die kritischen Treffer. Und
wenn die Geschwindigkeit, die wird in die Angriffsgeschwindigkeit mit einberechnet. Und wenn diese Angriffsgeschwindigkeit über 4 Punkte höher ist als beim Gegner, kann der Charakter zweimal angreifen. Sonst greift er nur einmal an. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn der Gegner 4 Punkte mehr hat, greift er zweimal an. Glück ist unter anderem die Ausweichquote. Die kritische Trefferquote wird zu 90% vom Glück mit beeinflusst. Und einige Skills werden über Glück aktiviert. Verteidigung ist, ist halt sehr simpel erklärt. Die Verteidigung. Die Verteidigung, der fertige Grundschaden vom Gegner wird mit der Verteidigung subtrahiert und den Schaden kassiert die Einheit und wird von den KP ausgezogen. Resistenz ist dasselbe, nur halt magisch. Und hier haben wir halt das, was sich aus den Werten darüber ergibt. Einmal den Angriff. Ike hat eine Stärke von 5, das Holzschwert hat eine Stärke von 6, dadurch ergibt sich ein Angriff von 7. Von 11. Kann ich mir rechnen. So, und das ist auch schon das ganze Geheimnis dahinter. Trefferquote ist terrainabhängig, Fähigkeit, Glück und halt die Trefferquote vom vom Schwert. Ja. AW ist die Ausweichquote. Je höher die ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ausweichen können. Die, wenn es ausgerechnet wird, wird die Ausweichquote von der Trefferquote des Gegners subtrahiert und daraus entsteht halt die Trefferquote, die man halt so hat. Kritischer Treffer, also Crit, ist die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Der macht dann dreimal so viel Schaden wie ein normaler Angriff. Ist bei Schwertmeistern immer sehr beliebt. KA ist die kritische Treffer-Ausweichquote. Und die senkt die Wahrscheinlichkeit des kritischen Treffers beim Gegner. Hat man auch immer gerne. RW ist Reichweite. Das heißt, wir haben einen Angriff von 1 und können damit ein Feld um uns herum angreifen. Effekt ist halt der Waffeneffekt. Hier haben wir noch keinen. Dann haben wir hier oben noch Bewegung. Das ist halt, wie viele Felder wir gehen können. Gewicht ist in dem Teil hier nur für Stoßen zuständig. Im früheren Teil hing das Waffengewicht davon ab. Das ist jetzt anders. Dann Reisen ist, wenn du jemanden rettest. Das werde ich bei Gelegenheit auch nochmal erklären. Und Konstitution ist halt, wenn der vergiftet, verwirrt schläft, der Kuckuck halt. Dann haben wir hier halt die Skills. Hier haben wir momentan nichts. Das Waffenlevel. Das bestimmt halt, wie hoch wir gute Waffen führen können. Die Statur, die ist halt wichtig zum Schubsen. Du kannst nur Einheiten schubsen oder retten, deren Gewicht niedriger ist als das eigene. Der Typ ist Beok, man unterscheidet hier zwischen Beok und Laguz. Oder Laguz, wie man es nennt. Das Attribut von Ike ist Erde, das ist die Supportfähigkeit. Je nachdem, wie wir halt später miteinander supporten, können wir halt verschiedene Bonis kriegen. Abhängig davon, welche Affinität oder welches Attribut die Einheit hat. Der Biorhythmus ist auch Tellius Only sozusagen und ist halt für Ausweich und Trefferquote zuständig. Das heißt, wenn der Biorhythmus oben ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir treffen oder ausweichen, als wenn die unten ist. Und der Pfeil, den ihr im Hintergrund seht, bei Weitläufer Level 1 und so, ist halt, zeigt halt an, ob der Biorhythmus oben oder unten ist. So! Ich glaube, allein damit haben wir schon ein Part gefüllt. Wir sind bei 12. Wow. 13. Gut, machen wir einfach mal weiter im Text und starten einen Angriff. Du schaffst das, Beut hat nichts dabei, auch kein Heilmittel. Besiege ihn! Töte ihn! Nichts dabei? Ich habe nichts dabei. Ich meine, Und das war auch schon ein Kampf. Ha, achso, du bist. Ha, haha, ich bin noch nicht fertig! Wir fangen gerade erst an! Und deswegen greift er nicht an. Ja. Das ist ja auch das Tutorial. Ist ja gut. Winnie. Oh nein, du hast ihn getötet. Ups. Ich kämpfe schon mit einem Holzschwert. Ich sehe schon kommen. So bang, 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 bang. Jetzt stirb, stirb. Das war gar nicht mal so schlecht. Boah, du bist echt schwach auf der Brust. Ach, halt doch die Klappe. Danke, Boah. Das reicht für heute. Oh, in Ordnung. Tschüssikowski. Du führst dein Schwert nicht schlecht, Ike. Vergiss dieses Gefühl nicht, so einfach wird es nicht immer sein. Das stimmt. Das weiß ich. Als nächstes trittst du wieder gegen mich an.
Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Aber zuerst, Adio! Ja, verstanden. Hey, so viel Bewegungsradius habe ich gar nicht. Hier, bitteschön, Ike, das ist ein Heilmittel. Wieso heile ich dich nicht? Ich habe keinen Stern. Du solltest, das solltest du verwenden, bevor du gegen Vater antrittst. Letztes Mal hast du ganz schön blöd ausgesehen. Haben wir nicht frech. So eine fiese kleine Tuse. Bam. Sobald du im Kampf Zeit dazu hast, heile deine Wunden, auch die kleinsten. Sonst ist es womöglich irgendwann zu spät dafür. Pass gut auf dich auf. Das ist ja nicht für dich umbringen wollen. Im Ernst? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Heilen wir uns einfach mal. Ding, ding, die, die, die. Frag mich, was da drin ist. Heilkräuter? Keine Ahnung, erste Hilfe-Spray. Achso, Ike, mach dich greif jetzt an. Entschuldigung. Du hast ja einen Bewegungsradius. Ist ja auch schon aufgestiegen, ne? Ach ja, stimmt. Gib alles. Und noch viel mehr. Gib es alles. Mann, du machst dann mehr Schaden als er. In der Tellius-Reihe. Du, komm schon, Junge, warum machst du es mir jedes Mal so leicht? Wieso kriegst du mal den schwierigen Text? Weil ich es kann. Stumpf. Du kannst froh sein, dass du ein KP mehr hast. Ein Spaß für die ganze Familie. Wolltet ihr schon immer mal Synchronsprecher werden? Fire Emblem lehrt euch wie. Ich fand mich gut. Und hier haben wir schon das erste Level ab. Hey. Sollte nicht so pralle ausfallen. Boah. Was geht eigentlich? Nein, ich laufe nicht einfach auf dich zu, sondern zickzack. Ike, du warst einfach großartig. Vater, du hast dich zurückgehalten, nicht wahr? Bitte, stimmt das? Wenn du den Unterschied erkannt hast, bedeutet das, dass du dich verbessert hast. Boy, ich bin auch noch da. Ich habe keine Waffe mehr. Weißt du, ich habe auch nicht alles gegeben. Was für eine Lüge. Pa! Das heißt also, Vater, du gibst zu, dass ich so weit bin? Wofür? Als Söldner zu dienen, einen Auftrag anzunehmen? Was denn sonst? Ja, genau. Sieh mal, Boyd begleitet euch schon lange auf Mission. Ich bin bereit. Ich bin es leid, immer noch in der Ausbildung zu sein. Hör zu, im Unterschied zu dir bin ich ein professioneller Söldner. Ja, Kanonenfutter wahrscheinlich. Ein professioneller Söldner, der sich hat besiegen lassen. Das war reiner Zufall. Reiner Zufall! Du hast recht, Alk. Boah, das ist wirklich dumm. Einverstanden. Morgen erwartet dich dein erster Tag als vollwertiger Söldner. Yippie! Wirklich? Aber du kriegst keinen Lohn. Aber sollte ich feststellen, dass du dem nicht gewachsen bist, setzen wir deine Ausbildung voll. Oh, das ist eine Ausbildung. Also, streng dich an. Ja, Papi. Ich meine, kein Problem. Pass nur auf. Ich werde in kürzester Zeit so gut sein wie jeder andere auch. Ja, das kann gut sein. Das werden wir dann ja sehen. Nun lass uns zurück zur Festung gehen, meine Festung. Wir warten da schon, sie warten schon auf uns dort. Ey, ich war noch nicht fertig. Du hast den Rest ja schon gesagt. Ach so. Gut, ich glaube, das ist... Es wird noch sehr lustig. Ja, vor allem, das ist dann auch... So kann man Fire Emblem auch im Multiplayer spielen. Yay. Ja, was sagt unsere Uhr? Unsere Uhr sagt... 19. Wow, und das nur für den Prolog. Ja, das wird noch sehr lange. Das wird doch eine lange epische Reise. Ja, voller Spaß, Spannung und Schokolade. Und Humor. Ganz besonders Humor. Wir werden sicherlich noch den ein oder anderen Lachflash hier haben. Oh ja. Also bleibt dabei, Leute. Bis gleich. Schreiben wir auf, wie wir hier alle sprechen. Ja.